Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Flughafen Feuerwehr Simulator. Und was haben wir da vor uns? Das Objekt der Begierde, den Panther. Ihr habt mich gezwungen, bis zum Panther zu spielen und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich lade das Spiel und versuche mich weiter hoch zu dienen, damit ich irgendwann dieses geile Gerät erfahren kann, ja? Damit ihr endlich glücklich seid. So. Für alle, die neu dazugekommen sind, das ist die Tuntenfeuerwehr hier. Das seht ihr an den engen Anzügen und hier ist jetzt erstmal wieder eine Besprechung. Die ist immer das gleiche, deswegen klicke ich die einfach weg, ja? Der Chef ist da ganz hinten. Der macht auch komische Bewegungen. Und jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, welchem Fahrzeug ich zugeteilt bin, stimmt's? Ach, Mist. Ja gut, da muss ich jetzt nochmal genau gucken, dann in der Garage unten. Ist jetzt gut, können wir da bitte weitermachen jetzt? Ich würde gerne was arbeiten. Ja, schön. Alles klar, so, es geht los. Oh weia, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Die Maus ist sowas von empfindlich. Das würde ich gerne umstellen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich habe in den Optionen noch nichts gesehen, dass ich irgendwie die Maus weniger empfindlich schalten kann. Ja, und nach wie vor, ihr seht's ja. Tuckenalarm, Schwuppenalarm. Auch hier und überall und dann auch noch die geilen schwarzen Handschuhe. Okay, ich wollte schauen, welches Fahrzeug. Oh Gott, ist das empfindlich, ey. Ich habe zuletzt was anderes gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was. Was war denn das letzte? Ich spiele ja ständig irgendwelche anderen Spiele und da war die Maus jedenfalls nicht so empfindlich. So, jetzt mal gucken hier. Das hier, nein, das kann ich nicht benutzen. Das kann ich offensichtlich auch nicht benutzen. Dann kann ich wahrscheinlich das hier benutzen, ne? Ja. So, okay. Also, der Flughafen-Feuerwehr-Simulator ist der Vorgänger zum Flughafen... Ach Quatsch, zum... ich hab's vergessen. Zum Werksfeuerwehr-Simulator und zum ABC-Schutz-Simulator. Und die beiden anderen, ABC-Schutz und also Werksfeuerwehr, habe ich schon beendet und ABC-Schutz spiele ich gerade noch ein bisschen. Ja, und jetzt steigen wir da erstmal ein hier. Zack. Ich muss meinen Ton ein bisschen leiser machen, sonst höre ich mich nicht sprechen selber. Ich habe auch die Musik ein bisschen laufen lassen. Wartet mal. Mal schauen, hört ihr die? Ich habe sie ganz leise gemacht. Vielleicht muss ich sie doch noch ein bisschen lauter machen, gelegentlich. Okay, also. Wir gehen in die Außenperspektive. Und jetzt warte ich im Prinzip auf meinen... Uah, was ist jetzt los? Ja, im Prinzip warte ich jetzt auf meinen nächsten Einsatz. Und solange nichts passiert, könnte ich eigentlich pennen gehen. Blöd ist allerdings, dass ich schon wieder vergessen habe, wo mein scheiß Bett ist. Aber ich... Ach, die Klappen. Die Klappen können wir auch gleich mal alle öffnen. Das spare ich mir dann während des Einsatzes, ja. Ich weiß, dass Simulator-Fans mich dafür hassen. Aber, ich kann es nicht ändern, das muss einfach sein, ja. So, und was man auch noch machen könnte, warte mal, habe ich noch irgendwas Blödsinn zu erledigen? Nee, habe ich alles schon gemacht, gell? Man kann auch sehr hoch springen, das habe ich auch schon mehrfach gezeigt. Das ist wieder Hulk. The Incredible Hulk. Ja, komm. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Ich habe echt schon wieder vergessen, wo das Kackbett ist. War das ganz oben? Gefühlsmäßig war es oben, ne? Ich wollte es mir beim letzten Mal ganz, 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 ganz genau merken. Und ja, was habe ich? Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Weil der ABC-Schutzsimulator ist sehr ähnlich. Und es war jedenfalls ganz hinten. Das weiß ich, glaube ich, noch. Da kann ich mir die Türen hier alle sparen. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist es. Ja, Wahnsinn. Also, dafür habe ich schon, allein dafür habe ich schon einen Like verdient. Bei dieser Folge. Wäre sehr schön, wenn ihr mir jetzt dafür, eins dafür gebt, weil das, also wer mich kennt, wer mich schon länger verfolgt, weiß ja, wie schwierig das für mich ist. Und ich habe es gefunden, das Bett. So, jetzt ist trotzdem nur nichts passiert. Meine Fresse, der Tag geht aber ganz schnell rum. Das Problem ist, rechts oben seht ihr die Punkte. 1800. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, brauche ich 5000, bis zur nächsten Stufe zu kommen. Und das könnte, glaube ich, sogar schon der Panther sein. Aber 5000 Punkte erstmal zusammenkriegen, ja, das muss schon was heißen. Ich darf vor allen Dingen keinen Fehler machen. So. Was machen wir jetzt? Fahren wir blöd in der Gegend rum, oder was? Bleibt mir nichts anderes übrig. Warte mal, kann ich die Musik hier lauter stellen? Nein, genau. Ich kann hier gar nichts einstellen an den Optionen. Das ist echt blöd. Sonst hätte ich die Musik jetzt gerade probehalber noch ein bisschen lauter gemacht. Das war immer so scheiße, wenn ich, wenn man aussteigt, ja? So. Und dann plötzlich alles Stille ist hier. Achtung! Man hört nichts, ja? Auch keine Vögel, gar nichts. Ah, alles klar, Einsatzbefehl!
Jawohl, jawohl, Sir. Ja, jawohl, Sir. F. Es geht los, Freunde. Mal wieder. So. Ich muss da hinten rum, das sehe ich schon. Beim Nummernschild FIS. Ja, das sind die Entwickler. Die Abkürzung für... Scheiße, ich hab's vergessen. Virtual Imagination Software oder sowas. FIS. Hat also nichts mit dem Putzmittel zu tun. Mit dem Putzmittel FIS. Wo brennt das denn diesmal, ey? Hier soll ich aufpassen, dass ich nicht mit irgendwelchen Flugzeugen zusammen knalle. Das wäre ungesund. Aber, mein Gott, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ah! Das kann jetzt nicht wahr sein. Also das sah jetzt aus, als ob ich es absichtlich gemacht hätte, oder? Ich wollte gerade sagen, wie groß kann denn die Wahrscheinlichkeit... Also es ist unglaublich. Also folgendes, was ist denn jetzt los? Jetzt war ich unaufmerksam. Jetzt muss ich das abbrechen und jetzt kriege ich Punktabzug. Das könnt ihr vergessen, ja? Ich lade nochmal neu. Das ist ja also... Jetzt mal ganz ehrlich, das war nicht, das war keine Absicht, das war reiner Zufall. Ich wollte gerade noch sagen, wie groß ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, dass ich da von einem Flugzeug überrollt werde, wenn ich da gerade drüber fahre? Und bums! Also, alles nochmal von vorne. Also dafür habe ich jetzt aber garantiert ein Like verdient in dieser Episode. Ja. Das war ja wohl der absolute Brüllerlacher gerade. Ich glaube es nicht. Ja, komm. Wir kennen dich schon, Alter. Wir wissen alles. Wir sind die Chefs hier. Komm, mach weiter. Ich will hier raus. Ja, ist gut. Wie groß kann die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich da aus Versehen von einem Flugzeug überrollt werde? Ja, das war jetzt quasi wie der Blitz, der zweimal an der gleichen Stelle einschlägt. Oder auch wie ein Lottogewinn. So, wir gehen wieder hoch und legen uns gleich ins Bett. Jetzt wissen wir ja wieder, wo es ist. Warum ist das jetzt hier so dunkel? Komisch. Naja. Also, ich habe wieder 1800. Da wollte mir nämlich 500 abziehen, der kleine blöde Penner. Und das sehe ich ja gar nicht ein. So. Die Wolken ziehen. Die Zeit verrinnt. Und ich werde weiter bis zum Panther spielen. Denn der Panther, der gewinnt. Oh Gott. So. Wieder nichts. Ah, alles klar. Das war noch dunkel. Jetzt ist die Sonne wieder aufgegangen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, und da vorne laufen wieder Patsch und Patachon und Schwatachon. Und wir gehen jetzt wieder runter zum Auto, das uns ja gehört. Jetzt verflucht nochmal. Zum Fahrzeug. Das ist ja kein Auto in dem Sinne, wenn man ein Auto als Personenkraftwagen versteht. So, das ist mein Auto. Mein Fahrzeug. Genau, steht ja auch da. Fahrzeug. Wir machen die gleiche Scheiße nochmal. Fahren los und warten das, was passiert. Was ich gerade demonstrieren wollte hier an der Stelle, dass hier diese absolute Stille herrscht. Deswegen habe ich die Musik eingeschaltet. Jetzt ist die Musik aber sehr leise. Ich habe selber leise eingestellt, weil vorhin mein Ton so laut war und ich dachte, das wäre zu laut. Dabei, wenn ich meinen Ton leiser mache, ist der bei euch nämlich nicht leise. Leiser, der wird immer ganz 1:1 aufgenommen. Habt ihr verstanden, was ich sagen wollte? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Egal. Na also! Geht's da wieder los? Wusste ich's doch. Also, bestätigen. Und wenn ich jetzt dann nochmal mit dem Flugzeug zusammen rausche, dann weiß ich nicht. Dann glaube ich, haben die Entwickler das absichtlich so gemacht. Dass da immer ein Flugzeug lauert. Ja, genau wie beim Bus-Simulator 2012, den ich gespielt habe. Wo da immer so Ampeln gelauert haben an der, am Rand, ja. Am Straßenrand. Wir fahren jetzt einfach schnell drüber. Von da kam das Flugzeug das letzte Mal. Sehe ich ein Flugzeug? Sehe ich ein Flugzeug? Nein. Dann war das vorhin wirklich reiner Kackzufall. Was ist da denn? Das schaut aus wie eine Kuh, die da steht. Nee. So, Feuer, wo bist du? Ich, der rote Kreis, links auf dem Navi. Quatsch, auf dem Radar. Ich als roter Kreis bewege mich zum Feuer hin. Habe ich vergessen, die Türen alle aufzumachen vorher schon. Scheißendreck. Macht aber nichts. So, wir sind hier. Einsatz. Wir sind angekommen. Dann steigen wir aus und dann machen wir halt die Türen mal in aller Ruhe auf. Wir haben ja Zeit. Das passiert nicht so schnell was. Geht nicht so schnell was kaputt. Ich habe so das Gefühl, mein Auto steht im Brandbereich. Kann das sein, weil das da oben rechts da so einen Schadensanzeiger hat? So, wir könnten jetzt mit dem Großen löschen oder wir machen es mit dem Kleinen.
Ja, da ist nichts. Wir machen es. Ich versuch's erst nochmal mit dem Kleinen. Feuerlöscher. F wie Feuerlöscher. Gut, da hätte ich auch drauf kommen können. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding hier auch mit dem kleinen Teil gelöscht kriegen. Das habe ich schon mal ausprobiert und da hat es nicht geklappt, aber da war ich zu weit weg. Genau, man kann alles mit dem Kleinen machen. Also, ihr seht, liebe Kinder und Jugendliche, Pubertäre, nicht die Größe ist entscheidend, ja, sondern die Technik. Und jetzt wurde ich wieder zurückgebeamt. Auftrag erledigt, ja. 2100 Punkte, na also, so kann es weitergehen. Ja. Und zum Thema Penisgrößen, ihr müsst euch einfach keine Sorgen machen. Alles ab 20 cm ist völlig in Ordnung. Ja, also grämt euch nicht. So, jetzt zack. Wieder raus. Die ganze Chose von vorne. Ich kann auch mal beim Panther vorbeigehen. Das mache ich ja ab und zu, gerade für Neuzuschauer. Damit die mal wissen, für was ich diese Scheiße hier eigentlich mache. Und zwar, das sind die Panther. Von hinten. Ganz schöne Kolosse, ja. Schaut irgendwie fast aus wie Panzer. Ich weiß nicht, ob die eingesetzt werden, um Demonstranten wegzuspritzen, aber ich würde sie dafür verwenden, wenn ich könnte. Also, schon ordentlicher, ordentliches Gerät hier. Oh, oh, oh. Ist da etwa der Übungsturm? Was ist mit dir los? Da sitzt ja gar keiner drin. Warum stehst du hier doof rum? Oh Mann, ich komme nicht drauf. Das geht nicht. Ah, Mann, ey, was ein Stress hier. Jetzt wollte ich mir den Übungsturm anschauen. Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Und schon muss ich wieder zum Einsatz. Verflucht nochmal. Auf geht's, Burschen. Die Kollegen rücken auch mit aus. Jawohl, sehr schön. Mal schauen, ob wir die noch erwischen. Wahrscheinlich nicht. Ich würde sie ja gerne mal rammeln, um zu testen. Wo fahrst du lang? Doch nicht etwa die Straße, oder? Wie langweilig ist das denn? Mann, Mann, Mann. Ja, der hat ein bisschen mehr PS. Der kommt besser weg. So. Da oben ist ein Flugzeug. Ich fasse es nicht. Landet es jetzt hier? Nee, das ist ein Hubschrauber, oder? Ach, egal, komm. Manchmal glaube ich wirklich, dass ich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe, weil ich mich wirklich von jeder kleinen Scheiße ablenken lasse. Früher war das nicht so. Aber je älter ich werde... So, mal gucken, wo wir jetzt hinfahren müssen. Beim Turm oder was? Beim Tower? Ja, der Gag ist nämlich... bleibst du stehen? Ich habe Vorfahrt. Der Gag ist nämlich, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte gerade. Halt, stopp. Das macht einen ja wieder völlig kirre. Ja, man macht eigentlich, ja genau, der Gag ist nämlich, man macht immer die gleichen Einsätze. Das ist irgendwie nicht so abwechslungsreich jetzt auf Dauer. Da ist beim ABC-Schutzsimulator, der Nachfolger ist, der zweite Nachfolger, da ist das schon ein bisschen besser. Da gibt es schon viel mehr zu tun. So. Ja, und wieder zurückgebeamt, Mann. Ich komme mir irgendwie vor wie, keine Ahnung, wie Spock von der Enterprise. 2400, fast die Hälfte. Oh Gott, das dauert noch so lang, Freunde. Es tut mir so leid. Aber den Panther, den müssen wir ja leider. Das haben wir ja schon beschlossen, dass wir so weit spielen, ne? Besser gesagt, ich spiele und ihr schaut zu. Da habt ihr es ganz schön besser, ey. Könnt ihr vorspulen und so. Gar nicht nett. Ich habe mich mittlerweile übrigens auch aufklären lassen. Und zwar nicht sexuell, sondern punktuell hier, zum Beispiel für das Teil. Das hier. Das ist ein Fahrwerkskühler. Ich dachte, das wäre ein Ventilator, den ich mir irgendwo hinstellen kann. Und damit mir nicht so heiß ist im Sommer, aber das ist ein Fahrwerkskühler. Da kann man irgendwas mit Fahrwerk kühlen. Ich weiß nicht, wenn es nachdem es gebrannt hat oder vielleicht bevor es zu brennen beginnt, das weiß ich nicht. Ist auch scheißegal. Komm, wir steigen hier wieder ein. Und fahren wieder raus. Schlafen kann ich nimmer. Das kratzt ihn überhaupt nicht. Okay, es ist also quasi überhaupt keine Physik vorhanden bei dem Spiel.
beim Werksfeuerwehrsimulator, beim ABC-Schutzsimulator ist das schon etwas weiterentwickelt. Da kann man dann ein paar Unfälle bauen, ein paar schöne. Das geht hier gar nicht. Ich fahre hier volle Knarre drauf und es passiert gar nichts. Da bleibt einfach stehen. Schaut euch das mal an. Pock. Gar nichts geht. Ja,